Und es kann sein, dass ihr vorbereitet warst. Ein Mann trifft seine Lebensretter. Kimberly 12 und Elias 11. Als sie sich vor einiger Zeit zum ersten Mal im Matheiser Wald in Trier trafen, war alles viel dramatischer. Also wir haben uns schon erschrocken. Für mich war das alles sehr, sehr wirr. Und ja, ich kann es auch immer noch nicht wirklich zusammensetzen. Ende Juni, ein warmer Sommertag. Elias und Kimberly sind wie so oft im Wald unterwegs. Doch dann sehen sie einen Mann. Er hockt benommen mitten auf der Strecke. Dann haben wir erstmal Fahrer abgestellt und gefragt, ob alles gut ist, haben die Verletzungen gesehen. Ja, also er hat relativ viele Wunden am Knie auch, hier so eine lange. Und über dem Auge hatte der auch so eine. Und da haben wir gemerkt, wo wir mit ihm geredet haben, dass er nicht ganz, also dass er ein bisschen durcheinander war. Er wusste nicht, wie alt er war. Und er wusste auch nicht, wie er hingekommen ist, wo er ist. Kurz davor war Moritz Lupperich selbst auf der Mountainbike-Strecke unterwegs, den Kopf noch voll von einer schwierigen Prüfung. Einen Moment war er unachtsam, ist gestürzt und weiß von da ab nichts mehr. Das war eine Gehirnerschütterung, also ein Schädel-Hirntrauma ersten Grades mit einer Amnesie. Zusätzlich eben noch diverse Schürfwunden und Prellungen. Das Jochbein hatte ich auch geprellt. Ich glaube nicht, dass ich es alleine aus dem Wald geschafft hätte. Aber Moritz Lubberich kann den Kindern noch sein Handy geben. Und nach dem ersten Schrecken haben die beiden schnell den Durchblick. Ich habe mich bei ihnen gesetzt und noch ein bisschen unterhalten. Der Rettungsdienst hat ja mit mir gesprochen und er wusste halt nicht, wo wir hier sind. Weil da vorne die Straße hat ja keinen Namen und dann habe ich die zur Weterstraße zu dem Gut bestellt und war die Nachbar von dem Fahrrad und habe dann gesagt, die sollen bis zur Schranke kommen und dann da auf mich warten und dann sind wir hingegangen. Ich habe riesen Respekt davor, dass sie so toll reagiert haben, genau richtig reagiert haben. Man muss nicht den großen Erste-Hilfe-Koffer dabei haben und den Patienten sofort verarzten, sondern man muss mit ihm reden, man muss bei ihm bleiben, muss dafür sorgen, dass der Rettungsdienst zum Patienten kommt. Und all das haben die beiden super erledigt. Moritz Lubberich kann das beurteilen, denn er hat mal selbst Erste-Hilfe-Kurse gegeben. Zwischen ihm und seinen Rettern ist Freundschaft entstanden. Und die Eltern sind stolz auf die Reifeleistung ihrer Kinder. Ja, die hatten ja in der Grundschule auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und ich denke mal, daher wussten sie sich dann auch zu helfen. Sie haben sich halt eben super ergänzt, ja. Der eine wusste nicht mehr genau, was muss ich denn da sagen, und dann hat der andere halt eben gesprochen. Also für mich war das in dem Moment halt selbstverständlich. Ja, also das ist eigentlich normal, dass man nicht daran vorbeifährt und ihn einfach liegen lässt. Für sie vielleicht normal und doch eine ziemlich klasse Leistung.